Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider. Ja, das letzte Mal. Oh, was ist da alles passiert? Das Kloster ist eingestürzt. Irgendwelche komischen Beschützer sind erwacht. Wir sind abgehauen. Wissen, dass Sam entführt worden ist. Und ja, jetzt wollen wir mal herausfinden, ob Lara wasserdicht ist, ne? Weil ich sehe hier gerade nicht so wirklich einen anderen Weg, eine andere Möglichkeit, außer hier einfach so durchs Wasser zu treiben. Es ist nicht anders möglich. Na komm. Wir haben das vorhin gemacht. Hä? Ich verstehe es nicht. Ach so. Hä? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich nicht wirklich was gemacht. Okay, Laras war wasserdicht, aber... Oh. Aber der Pfeiler war nicht Lara dicht. Aua, 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 das tut weh. Aua. Ah, wo geht's noch überall lang? Ah, Hilfe. Ist aber sehr nett von den Machern, dass sie solche Szenen gerade langsamer gestalten. Au, au, au. Oh. Tut euch gerade auch der Hals weh wie mir. Das war so überhaupt nicht. Ah, das ging plötzlich so schnell. Ah, nein, nicht schon wieder. So, diesmal möchte ich leben durch. So gut wie es geht halt, ne? Ah. Na super! Danke, Fallschirm! Ach, oh Gott, danke, es gibt einen Ersatzfallschirm. Wow, was? Ach du, meine Güte! Was? Damit habe ich ja... Ich gleich sterbe ich wieder. Ich werde wieder gleich aufgespießt. Ich habe das irgendwie das Gefühl... Ah, Hilfe! Lara, du tust mir so leid! Mit mir! Als Spieldings da! Ach Gott, wo muss ich denn auf? Mich gerade von meiner Schockstarre erholen. Ach du meine Güte. Also an dieser Stelle, ich muss es einfach nochmal sagen, wie ich mich verhalten hätte, ich wäre direkt in der Angstfangshöhle weiter hängen geblieben. Also ja. Vor allem jetzt noch mit dem, was sie da durchgemacht hat, mit den Fallschirmen und alles. Ich gucke mich absichtlich nochmal hier um, weil man kennt das ja aus Spielen, dass da manchmal was Verstecktes noch hier hinten ist. Und ach du meine Güte. Warum sind hier so viele Reifen? Das ist so krass, was Lara hier durchmachen muss. Und ich saß da eben, als sie diesen Absturz mit dem Fallschirm hatte, mit aufgerissenen Augen und Mund und alles so schmerzverzerrt. Und oh, nee.
Ich würde ja nicht sagen, dass ich mehr leide als Lara hier. Wahrscheinlich größtenteils auch dank mir und so, ne? Aber das ist eine richtige kleine Barrikade, ne? Zeug, das eingespült worden ist. Die haben eine richtige kleine Stadt draus gemacht. Wie so ein Slums-mäßig wirkt das. Und da ist auf jeden Fall der Palast, da sollen wir auf jeden Fall hin. Das sieht auch alles so sehr sicher aus, ne? Das muss ich ja mal sagen. Ach Gott, und jetzt musst du auch noch wieder hüpfen und alles. Und ach, Lara, du tust mir so leid. Hier in dem Teil, ich habe echt Mitleid mit dir. Mal zur Abwechslung. Nein, es war so klar. Ah. Beruhig dich, Lara, beruhig dich. Lass wieder. Ach Gott, die wird gleich ohnmächtig. Gibt's nicht auch irgendwie was zum Heilen oder so? Vielleicht sind Vorräte an Bord. Bis jetzt scheint es auch noch so zu sein, dass ich alleine hier bin. Das gefällt mir sehr. Und außer diese Skulptur da in der Mitte, aber. Nun ja. Also großartig klettern und so weiter kann sie ja gerade jetzt nicht in dem Zustand. Habe ich so das Gefühl. Fuck, ich bin nicht alleine. Was ist mit dem anderen? Bislang nichts. Wir müssen weiter suchen. Okay, sehen wir uns den Job an. Wo sind die? Ich weiß halt nicht, wo die sind. Au! Ich habe hier irgendwo gehört, aber irgendwie, ich kann es noch nicht richtig zuordnen. Aber ich glaube, ich muss hier lang, ne? Der Gestank! Ja, was denkst du, warum das so Wo ist der stinkt? Alte? Wo ist der alte Mann? Ich weiß, du bist mit ihm getürmt. Bitte! Okay. Noch wieder? Irgendwas von dem alten Mann? Nein, er ist ein harter Hund. Aber er kommt nicht weit. Was ist mit den anderen? Wir haben sie in die Höhlen gesperrt. Ich versteh's nicht. Warum ist Vater Matthias sie am Leben? Wegen des Mädchens. Sie wollten sie retten. Matthias will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Okay, die Leute von uns sind also alle eingesperrt. Wir haben so lange gewartet. Bald wissen wir es. Die Zeremonie ist bei Sonnenuntergang. Ich dachte, er läuft nochmal hierher irgendwie. Aber dem ist nicht so. Die haben hier so viele tote Menschen aufgespießt. Das ist unglaublich. Das ist einfach verdammt. Nee, also. Okay, der ist hinüber. Da kommt keiner mehr zurück, ne? Obwohl, da läuft auf jeden Fall einer hin und her. Kann man gerade ein bisschen schlecht sehen. Oh, ich hab so Schiss davor. Ihr geht das schon so beschissen. Ah, verdammt. Das kann ich einfach von hier aus nicht erreichen. So, dreh dich wieder um und lauf hierher. Was war da? Helft mir mal! Ah, fuck. Hat gut funktioniert. Na? Ah, verdammt! Verdammt sollst du sein? Nee, nee. Ist in Ordnung, kann ich mitleben. Jetzt komm raus!
Na komm. Ach, verdammt, ich kann ihn fast nicht treffen, hab das Gefühl. So, der ist erledigt. Na komm. Ach, verdammt. Ach, verdammt! Was habe ich denn gerade für ein Timing? Na, jetzt kommt da gleich nochmal mehr raus. Ach, Mann! Oh, ich drehe gleich durch. Immer dann, wenn ich erwarte, dass er lange guckt, dann macht er immer kurz. Wenn ich denke, dass er kurz guckt, macht er wirklich kurz. Jetzt! Geht doch. Das ist vorerst... Habe ich vorerst meine Ruhe hier? Ich habe das Gefühl, dass dem so ist. Kann ich die Krähe eigentlich auch? Oh, ich kann die Krähe echt erschießen. Oh mein Gott, ich habe eine Krähe gejagt. Ich habe so lange schon keine Tiere mehr irgendwie gejagt. Weil ich immer nur Jagd auf Menschen mache. Es ist halt quasi schon irgendwie so überlebensmäßig und so weiter und so fort, weil sie ja sich verteidigen muss vor den ganzen Leuten und alles. Aber da kann ich auf jeden Fall durch, glaube ich. Aber es ist halt nicht so nach dem... Ich bin so doof. Ich bin so ein Vollidiot. Ich habe es irgendwie komplett ignoriert. Habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Ich weiß auch nicht, wie weit ich mich hier so umsehen kann. Ja, das kann ich sogar mitnehmen. Wow. Ach, die hat echt mit allem Probleme gerade. Die ist nicht gut. Die ist ganz und gar nicht gut. Kann ich hier hoch? Ich glaube schon, aber... Ja. Ah, da kann ich doch nicht hin. Verdammt, ich dachte, ich könnte da lang. Also mit Klettern und sonstiges kann ich jetzt komplett vergessen. Oh, drei Teile vom Gewehr gefunden. Jetzt brauche ich bloß noch... Dings. Ich denke mal, ich werde im Hubschrauber... Ich sehe dieses schöne Fass. Im Hubschrauber werde ich bestimmt irgendwie was finden, was mir hilft, ne? Weil ich habe ja schon ein paar Sachen gefunden, wo ich klettern kann. Oh, das wird wehtun, das wird wehtun. Ah, Lara. Eindringling! Jetzt! Jetzt... Ach so, du hast gelootet, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt loote doch. Warum ist das hier eigentlich so? Oh, das sieht so schön aus, alles. Das ist richtig, richtig mit sehr viel Liebe ins Detail gestaltet. Ich habe den gut im Kopf getroffen, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Man hat jetzt schon wieder Pfeil und Bogen rausgeholt. Hä? Wo muss ich denn lang? Ach so, ich muss hier irgendwie was... das dran ziehen, oder? Ob du das hinkriegst, Lara? Ach so, das war nur zum Aufmachen. Okay, ja gut, ist in Ordnung. Oh, dir geht's gar nicht gut. Scheiße! Entschuldigung.
mich. Roth! Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße! Ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt aufgeflogen. So, einmal. Einmal. Und, ja, die brennen ja schon. So, da oben ist noch einer. Das setze ich mal auch in Flammen. Wo sind hier noch welche? Wow. Wo kam der jetzt her? Jetzt ernsthaft? Ach, da. Wow. Das dann werde ich mal anzünden. Und dich da das so ein bisschen zumindest versuchen, dass ich das anzünden kann. Und du bist mir auch ein bisschen im Weg. Und, oh Gott, du erstmal. Ist hier noch jemand hinter mir? Nee, ne? Wow, 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 wow. Nein, 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 ich sterbe. Nein. Ich kann das nicht von allen Seiten. Das ist mir zu viel. Kommen ja schon wieder so viele. Endlich! Ich glaube, dritter Anlauf war das. Drücken Sie 1, um zwischen Feuer und geräuschlosen Fallen zu wechseln. Oh, erst dachte ich, als sie das Dings ausgepackt, also das Feuerzeug gefunden hat, dachte mir, wow, ein Feuerzeug. Wir haben ja hier so eine Fackel und so, ne? Die wir jederzeit anzünden können, die mehr Licht spendet, etc. pp. Ein Feuerzeug. Wow. Much wow.
Und so weiter und so fort. Und klar, ich hätte jetzt auch bei dem Kampf hier zwischen anderen Waffen auch wechseln können und so weiter und so fort. Aber die kamen alle so schnell, das habe ich gar nicht so richtig gerafft und so. Und ja, neben der Tatsache, dass ich gleich noch ein bisschen looten werde und ich habe hier das Gefühl, ich werde verdammt viel zum Umsehen haben. Also hier werden wir wohl 2-3 Folgen verbringen, denke ich mal, so grob gesagt. Ich werde auch gleich nochmal ins Lagerfeuer gehen, Outfit wechseln etc. pp. Aber ich mache erstmal einen Schnitt. Und ja, was ich eigentlich noch sagen wollte, was mir gerade einfällt, wegen dem Feuerzeug, ne, habe ich dann schon gelächelt, als es hieß, ja, jetzt habe ich Feuerpfeile. Okay, gut. Ihr wisst, was ich jetzt als nächstes so vorhabe. Ich mache da mal einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Tyne.